Einen wunderschönen Freitag euch allen. Es ist wieder Factsheet Friday und wir fangen direkt an mit Factsheet Nummer 1 für heute. Darauf ist ein Drescher von Deutz Fahr. Der ist relativ klein, kostet 130.000, hat mit dem Topliner 94 Header eine Arbeitsbreite von 6 Meter. Bedeutet, es ist eigentlich praktisch für den Anfang. Kontank 8500 Liter, entspricht auch so einem kleineren Anhänger. Ja, 550 Liter Diesel kann er tanken, damit kann er relativ weit fahren. Und ja, ich denke mal, der sieht relativ nett aus. Den werde ich mir so als Starter-Drescher nehmen. Vorausgesetzt, da kommt nicht noch irgendwie das ein oder andere krasse Highlight, dann ist der jetzt schon mal gebucht. Gut, gehen wir weiter zu Factsheet Nummer 2 für heute. Darauf sehen wir einen Traktor der Marke Zetor. Ist auch so ein bisschen was kleineres. 120 PS, also gibt es sogar in mehreren Varianten. Fängt bei 76 PS an. Und gibt's als Manuel und Powershift. Wiegt 4,5 Tonnen, 50.000. Und ja, es ist zwar nicht zwingend mein Geschmack, aber schauen wir mal, wie viele Alternativen das es in der Leistungsklasse gibt. Vielleicht holen wir uns einen vorübergehend. Und hinten dran von der Firma Krone. Ein Schwartkreisel Swatro TS 970. Der ist hingegen jetzt schon ein bisschen größer mit 9,70 Meter. So eine große Maschine hat nicht jeder Landwirt. Und das heißt damit auch, für den reicht dieser Traktor. Das ist schon eine schöne Kombination, wobei der Traktor sollte ein bisschen breitere Reifen haben, damit man auch gut bodenschonend arbeiten kann. Auf dem nächsten Factsheet gibt's dann natürlich nochmal einen Zetor. Und hinten dran von der Marke Massey Ferguson eine Ballenpresse, eine Kleinballenpresse. Ja, fangen wir bei dem Traktor an. 75 PS, 42.000 kostet er. Und der kann sogar nur 30 km/h fahren, also es ist ein extrem kleiner Traktor. Aber wenn ich mir den so anschaue, ich glaube, für die Weinberge ist er dennoch zu breit. Ja, ist ganz nett, aber ich glaube, mir ist er zu klein. Ich würde dann schon eher so Modell ab 100 PS bevorzugen, der dann vielseitig einsetzbar ist. Ja, aber gut, die Ballenpresse dafür ist sehr, sehr interessant. Sehr günstiger Preis, 22.000. Und kostet, ja, 22.000, habe ich doch gesagt. Macht Ballen, das kann ich jetzt nicht genau erkennen. Breite 1,20 Meter oder Länge 1,20 Meter? Also so wie das dargestellt ist, mit den Schnüren würde ich sagen, ist Breite. Aber für Breite 1,20 Meter ist schon ganz schön ordentlich. Die kleinen Ballen, die kennen, das sind maximal so 60 cm. Na gut, vielleicht sind es irgendwie so mittlere Ballen. Lassen wir uns überraschen. Und damit machen wir auch mit dem nächsten Sheet weiter. Mit Zetor haben sie es heute, glaube ich. Da kommt schon wieder einer. Forterra HSX. Ja, ein bisschen mehr Leistung. 117 bis 136 PS. Und der kann dann auch schon 40 km/h fahren. Ja, so der oder den ersten, den ich heute vorgestellt habe. Wie gesagt, falls es keine Alternativen gibt, könnte ich mir vorstellen. Was ich viel interessanter finde aus diesem Bild hier, ist der Anhänger von der Firma Rudolf, ein TDK 301 RA. Preislich, ja, kostet schon einiges, aber mit 18,5 bis 24,5 Kubikmeter können wir auch einiges laden. Und was sehr interessant ist, wir können fast alles laden. Also wenn ich hier durchschaue, Trauben sehe ich jetzt nicht.
Unsere verarbeitete Produkte auch nicht alle, aber ansonsten so vom Feld kann man 90% direkter aufladen. Also ein sehr guter Universalanhänger. Ja, was haben wir heute gesehen? Neben Rudolf, Masai Ferguson, dreimal Zeto, Krone und Deutz war. Viel Vielfalt ist es nicht, zumindest nicht von den Traktoren her gesehen, ansonsten schon. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Eltis. Ciao, ciao.